Hallo meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon. Wir sind hier auf dem Dach des Rückseitigen Gebäudes, wo wir die Treppe schon. Der Apartments. Der Apartments, wo wir die Treppe gesucht haben. Dankeschön, Schatzi. Und hat der Kerl was zu sagen? Es sieht zwar aus draußen auf dem Schild, aber es gibt nichts, was ich nicht weiß. Ich weiß, wie bei Beispiel, dass hier die Nintendo Switch-Konsole eine eigene kleine Welt existiert. Also los, verbinde ich mir Freunde und tausche Pokémon, was das Zeug hat. Ja, toll, mehr hat er nicht zu sagen. Ja, danke für das total tolle Gespräch. Hier war, glaube ich, auch ein TM, haben wir gefunden, aber ehrlich gesagt, haben wir vergessen gehabt, was es nochmal war. Also, ich weiß nicht mehr. Aber war kein toller, glaube ich. Ich war es nicht Knuddler oder Ja, so? Knuddler war's. Ich glaube, ne? Können wir auch mal gucken, ob das jemand beibringen kann. Vielleicht ja dich. Also, deine Wenigkeit, Emoli, ist ja physisch. Deine Stärke ist ja physisch. So, wir werden auch gleich nochmal gucken, welche Pokémon wir einsetzen. Für die Arena steht auch heute an. TM-Box. Der Öhrlich willst du aber nicht erlernen, ne? Donnerbit. So, schau ich mal. Spukball. Da war mir zuletzt irgendwie. Knuddler, stimmt. Fee. Niemand. Geil. Niemand mag geknullt werden. Nee, keiner will andere knuddeln. Also im Prinzip, Andreas wäre schon gut und meine Wenigkeit als Wolfix. Ich glaube, Eis ist aber auch effektiv. Bin auf, aber ich bin Das jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. weiß ich gerade nicht. Wenn Erika jetzt überhaupt schon da ist, ich weiß nicht, ob man das, ob man nicht das blöde Gebäude erst machen muss. Na gut, da können wir jetzt, das können wir gleich leicht herausfinden, oder nicht? Ja, aber die blöde Arena ist ein totales Labyrinth. Echt? Ja. Oder wir gehen erst bei der Game. Wir gehen Ne, ich gleich. weiß halt nicht, was man zuerst machen muss. Keine Ahnung. Dann gehen wir mal dahin. Toll, ich sehe Spiel. Bin schon da. Ich verliere mich so schnell aus den Augen, ey. Das kotzt an. Haben wir denn jetzt überhaupt schon geredet? Nee, haben wir noch nicht. Wollen wir den doch eigentlich auch noch regen wollen, eigentlich. Beim nächsten Mal oder jetzt. Wem? Na, die beiden waren eigentlich nächsten paar dran Ja, gewesen. jetzt ist sie Ja. ja, jetzt sind sie ja. Komm schon, los, nur ein bisschen. Na, fast hätte ich es geschafft. Sag mir, Jessie, sollen wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir den Boss von ein astreines Dragosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die ganze auf schon Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt doch, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Mauzi chillt da oben auf dem Automat. Hä? Hä, ein Flugkörper, der zu unserem Namen passt? Ich verstehe nur Bahnhof. Boah, Jessie, bist du blond Mann, oder du hast was? echt eine lange Leitung, Mädel. Zu viel Haarfärbemittel benutzt. Also gut, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Der Name des Flugkörpers reimt sich auf Pakete. Ah, es ist DHL. Mein Job ist es, Pose zu bewachen. Wer sich mir einigen will, der wird es bereuen. Das ist Wow. wie unser Problem. Der könnte auch einfach Gut. sagen, die Wand ist frisch gestrichen, bitte. So, und Lauras erster Kampf steht an. Radikal. Die dicke Ralle. Ah, nee, doppelte Vulpix Power. Ich hab Laura, du hast deine Wigkeit. Ja, das kriegen wir gut hin, oder? Du hättest gerade schütteln können. Schüttel mal. Ich hätte es gemacht, egal. Wäre das Ding ich auch machen können, was Ich jetzt hab verpasst. geschüttelt, aber mein Zug wurde dadurch übersprungen. Okay, alles steigt. Nein, Alter. Na gut, dann hier friss mal Eisstrahl. Das macht aber ordentlich Damage. Jetzt gib ihm den Rest. Als wenn. Ja gut, ich habe mit Eisstrahl noch Step drauf und Eisstrahl ist eine der stärksten Eisentacken. Ja, Laura haut gut rein. Ich bin zufrieden mit dem Pokémon. Interessant ist, dass Alola einen viel kleineren Schweif hat. Ja gut. Alter, wie er da guckt. Das war der fliege ich noch auf, wo wir den Bock und so versteckt haben. Ich muss dringend mit dem Boss reden.
Na, Supergirl, alles gut bei dir? Klick. Lautes Geräusch. Irgendwo in der Nähe. Ach, da hinten. Uiuiui, hier müssen wir unseren Spaß haben. Ich heile Laura nochmal lieber. Ich hoffe, aber ich denke mal, wenn man hier rein kann, dann wird es wahrscheinlich doch erst, das hier noch vor der Arena sein, oder? Ich glaube. Gut, dann machen wir doppelte Vulpix Power. Gut, jetzt muss ich einfach den Rocket einzuschleichen. Die haben ja auch nichts drauf außer Radikals. Oder mal Golbert oder eine Wettern oder so. Oh, du bist Scheiß. Gut, hast gehört, Golbert gesagt. Da müsste Laura jetzt effektiv sein. Stimmt. Das ist mir jetzt sehr volle Kanne, dass du wirklich deinen größeren Schweif hast. Alles klar. Der will Stress haben. Was gut Damage. So, ich habe noch Step drauf wegen Flug. Also ich habe Step wegen Eis und Flug. Ja, eine Schwäche gegen Eis. Kann es sein, dass das normale Whoopi auch generell ein bisschen größer ist? Das könnte auch sein. Ist hier unten so? Ein Pokéball. Hyperbälle. Hm, das ist auch gut. Oh, kann man gebrauchen. Können wir nicht irgendwie den Laptop noch klauen und dann zur Polizei bringen? Würde ich machen. Können Sie erstmal hier ein bisschen umgucken? Ja, ich muss. Runtergehen. Ja, hier ist auch eine. Ist nicht so laut. Ist dir auch niemand gefolgt? Gut, ich bin nämlich eine schöne Spionin auf Undercover-Mission, musst du wissen. Was macht denn ein Kind wie du an so einem gefährlichen Ort? Ich will Team Rocket besiegen. Ich will mich noch einmal umsehen. Beides. Tour. Was wollen wir nehmen? Keine Ahnung. Für den Rocket besiegen? Andere untere wäre auch mal interessant. Ach, nochmal umschauen, ja. Du bist ein interessantes Kind. Weißt du was? Als kleines Andenken unser Treffen kriegst du ein von mir ein Geschenk. Du hast ein Rocket-Set. Du kannst dich jetzt mit Rocket-Klamotten anziehen. Wenn du das trägst, siehst du gleich wie ich das Mitglied von den Rocket aus. Bei deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Zieh es einfach mal an. Gut, okay. Ich muss nur mal kurz weg, weil ich einen Auran habe. Du musst auch auf den Klamottenkoffer. Warte mal. Soll ich das eben kurz ja, machen? Ja, mach du mal wieder. Es gibt halt auch noch ein anderes. Ich fand die Sachen gar nicht mehr so schwarz. So scheiße, ich meine, das waren als schwarze Klamotten. Oh ja, das sieht schon cool aus. Das sieht ehrlich nicht so schlecht aus. Die ist eigentlich, die geht eigentlich auch. Vor allem, wo sieht das denn aus mit der Rocket-Tasche? Da ist noch nicht mein Aero, also drauf. Die Schuhe gehen doch eigentlich auch. Ja. Noch. Dann sind wir uns natürlich auch mal rumlaufen. Jee, ich mach auch mit. Aber ich denke mal eher ohne die Kappe. Ja. Ich bald meine Blümchen! Ja. Na, oder drück doch nochmal rauf. Habe ich das jetzt bei dir? Nee, bei mir, ne? Ja, bei dir ist das. Yeah. Aber auch solche Blümchen im Haar. Ich bin trotzdem noch ein Mädchen. Wer sagt denn, dass Frauen keine oder Mädchen keine dunklen Sonnenbrillen tragen können? Manche Frauen können das besser tragen als Kerle. Ja. Ich habe schon öfters Weiber mit Cappies rumlaufen, sehen sah nicht so scheiße aus. Oder mit Dings oder mit Sonnenbrillen. Dann können sie jetzt mal stylischer aus als irgendein Typ da, wenn er eine Hipsterbrille hat. Ich habe einen Kunde, der hat eine Lesebrille und gleichzeitig Sonnenbrille. Da klappt er jedes Mal die Gläser hoch, die Dinge, ey. Oh, ich hasse die Zeile. Das sieht aus. Die Dinger gab es so früher schon. Diese Klappbrille. Ich finde die sowas von hässlich. Weil ständig die Brillengläser dann oben sind. Ich glaube, es Gift war ja gegen effektiv, ne? Dann kannst du ihr Schaufel einsetzen. Bevor das Vieh irgendwas macht hier. Stimmt, ich muss ja nochmal kurz weg und her, damit ich das auch anhabe.
Ich hab vergessen. Ja, super. Ach, ich bin nicht vergiftet, das ist gut. Ich weiß nicht, ob. Wenn es hüpfig ist, kann sein, dass der Eis das neutralisiert, dass es sehr effektiv ist. Was gut wäre. Der ist sehr effektiv. Warum hast du denn so viel Schaden gemacht? Scheinbar ist Boden gleich sehr effektiv gegen Gift, haben wir das im letzten Part schon. Ja, aber du hast so wenig Schaden trotzdem nur gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass es. Ja, vielleicht war es physisch oder so. Ja, ich hab kein Step drauf. Ja, natürlich ist Kackfratz. Oh, bitte, was hat der für Billo-Pokémon? Komm, ich mach mal Zauberschein. Das Ding ist es nicht mehr wert, dass ich ihm einen Feuersturm reinklatsche oder einen Flammenwurf. Oh. Oh, Knirscher. Ey, ey, ey. Hui, es war schon ganz schön viel. Ach, das war Zauberschein. Ich habe am Mondschein gedacht. Gab's auch so einen Tag, das war ich Tag 4, da geht der Lester Laura drauf. Ey, wie sieht's voll Ghetto aus mit der Sonnenbrille da auf dem. Du bist Linie von The Block. Oh ja, sieht aus, kann auch kein Level-Up erreichen. Auf dem Trainer. Oh, der hat noch eins. Oh Gott. So nervige Kack-Pokémon, ey. Ich hatte dir einen Flammenwurf, damit es ein bisschen schneller geht. Jo, also das war wirklich schnell. Ich glaube, blaue Augen hat es auch schon schön aus. Was meinst du, ist das Lorwood-Pix oder meinst welches? Na, mein normales Braun. Ich glaube, das ist normales echt ein bisschen größer, wenn man so die Länge von den Beinen schon anguckt. Ja, gut, das kann sein. Ich heile mal Laura, wenn du nichts dagegen hast, ne? Warte, ich. Jo. Betrank. Du hast aber ordentlich viel mehr KP als Laura. 20 mehr. So. Jetzt passt. Da finde ich das vom Jungen aber ein bisschen besser. Wieso? Ja, so fett ist er auf der Brust, das sieht mir dann wieder schon ein bisschen so. Nee, aus. Stärke Bonbons, ja, kann man bei dem. Gut, hier kommen wir anscheinend nicht durch. Erstmal nicht. Dann können wir eigentlich nur runter, oder? Ja, da unten war die Spionin. Ich glaube, das war ein Joto, oder? Dann muss man auch in den Team Rocket Versteck reingehen. Und ja, da kommt auch jedes Mal, wenn du weitergehst, so ein Alarm. Und dann kam hier mal so ein Spacko angerannt. Diese blöden Statuen waren da. Das war auch sehr nervig. Ach, der wenigstens nur ein Pokémon. Sie haben mich die ganzen immer, wenn ich in Rocket Versteck reinsaßen, so, boah, nee, ey. Und ich dachte mir, oh, froh, wenn ich es hinter mir hatte. Weil das finde ich immer so ultra nervig immer an den Teilen. Ja. Also ich fand es extrem nervig. Hypno, das könnte ein Problem werden, das Vieh. Ich hoffe, wir sind mal schneller. Das wäre eine ordentliche Tage gut gewesen. Schau dir mal an, wie viel wenig du nur abgezogen hast. Das müsste echt Evoli raus, wenn du irgendwas aus dem Unlicht Attacke kann. Alter, das zieht fast gar nichts ab bei dem Kerl. Soll mal Kung-Fu-Strah machen? Ja, Gift ist schwach gegen Psycho. Ja, ich kann. Ja, kannst du ja mal deine neue Attacke zeigen, Quillzone. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Gentolina von The Boss, von The Block, mach ich. Alter, das Vieh macht. Ja, super! Gib's ihn. Dafür hab ich schöne, Hotpins an. Ja. Boah, sieht cool aus. Als ob sich gehört hätte, hä? Ja, ich weiß, ich bin cool, Babu-mäßig. Was stand denn noch verstärkter Taken? Das war so schnell weg. Irgendwas mit physisch. Brüller, lass mal gut sein, Laura. Laura hat schon so gerade so gute Attacken, brauchst du nicht. Laura hat eigentlich sogar mit einer mit der besten Attacken, wenn man davon deine Möglichkeit absieht. Zwei starke Eisentacken, eine gute Feeantacke. Ja, dann kann die auch einiges reißen. Also ja, schön, dass. Lalalalalalalala. Ja, toll, auf dich geht einfach mal gar nichts. Halt mich an, ich roll zu weit. Ich kann aber auch nichts einsammeln dafür. Das finde ich auch bekloppt, dass der andere Partner nichts einsammeln kann. Das hätte man ruhig noch machen können. Das ist ja jetzt auch nicht so. Hätte ich schon mal alle seine Itemsucher einsammeln können. Ja, da kann man sich so welche Passagen hier schon sparen.
Wenn man wirklich mal nicht weiterkommt und Rätsel löst, dann könnte der andere, der Teamkollege, einfach das mal eben kurz einsammeln. Aufwecker geht ja alles. Ich finde es auch kacke, dass ich mich nicht mal bewegen kann, wenn du was einsammelst. Erholung. Nee, da pinnen das nur ein. Ich bin kein Freund von Erholung, so wirklich. So, wie geht's jetzt weiter? Ist da unten noch was? Ich weiß es nicht, das würde ich auch gerne wissen. Aber ich sehe gerade keine Möglichkeit, wie ich da hinkomme. Na, da unten. Wie komme ich denn da jetzt hin? Obwohl. So, müsste ich eigentlich jetzt dahin kommen, wo du bist? Bist du erstmal hier? Nee, dann wenn ich jetzt nach oben gehe, komme ich wieder. Müsste ich hier runter. Wenn du darauf, dann gehst du dann da und da hoch. Wenn du. Da ist noch was. AP Plus. Och. Das ist auch nicht schlecht. Wenn man ein bisschen Doping macht. So, jetzt muss ich noch irgendwie wieder dahin kommen, wo du bist. AP Plus habe ich gerne noch eingesetzt, von einer Attacke mal die AP erhöht. Vor allem von welchen, die nicht so viel hatten. Nee, zum Beispiel können wir einfach mal Feuersturm bei dir machen. Das habe ich eigentlich erstmal zum Ende gemacht, bei einer Attacke, die ich definitiv, wenn ich keine mehr vergessen lasse, weil es bringt nicht die zu erhöhen, dann lässt du was Besseres und dann hast du es total verschwendet. Erstmal hier oben, würde ich sagen, dann kommst du hier unten drauf. Jupp. Geht doch. Hier ist ein Aufzug. Oder ist eine Treppe? Aufzug oder Treppe? Erstmal Treppe. Hui, hier sind auf jeden Fall ziemlich viele Leute. Natürlich lasse ich genau in der Sekunde um, ey. Ich habe mich aber auch um viele versucht rumzuschleichen, weil ich auf den ganzen Kämpfe einfach keine Lust hatte. Das dauert allein einfach ja, so lange. Gut, hast recht. Das war alles Erfahrungspunkte, was du da nicht mitnimmst, aber oft Kämpfe halten aber auch auf. Doppel-Vulpix-Power! Obwohl schwarz steht dir doch ganz gut. Was?! Fuck! Jo, wir haben das beide überlebt! Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet gehabt, dass die das beide überleben, ey. Vielleicht du, aber. Vor allem Laura nicht, vor allem weil die gegenüber gelevelt hat, weniger KP hat als ich. Alter, das halte ich mal. Jetzt kommen die schon mit den Selbstmordkommandos, ey. Der hat schon gleich gesehen gehabt, ey, die zwei gegen ein Zumpferd nutzt sie auch die Cheat-Attacke. So. Übertrank, ja, kann man auch sehr gut gebrauchen. Ich will versuchen, echt einfach auf dem Weg einfach zu gehen. Damit man ein bisschen schneller durchkommt. Superbälle, jo. Weil das Rocket-Versteck ist, glaube ich, nicht unbedingt so extrem spannend. Gut, mehr war da jetzt nicht. Haben wir einfach mal ein Kämpfchen übersprungen, ist ja auch in Ordnung. Ohne richtigen Schlüssel scheint hier gar nichts zu tun. Hä? Toll, das ist eine Karte, glaube ich, so ein Scheiß. Und wo geht's denn jetzt weiter? Oder müssen wir doch oben vielleicht die, oder vielleicht um die Agenten, die müssen die ja doch besiegen. Vielleicht hat doch die Frau die. Sonst noch irgendwas? Ich habe sonst hier nichts gesehen. Na, ich hoffe mal, sie hat die Karte. Sonst weiß ich jetzt nicht, wo wir was verpasst haben. Weil ich habe eigentlich keinen Bock, da jetzt noch lange rumzusuchen, bis wir das mal gefunden haben. Auch mal eine Abwechslung, jetzt wenigstens mal einen Rettern. Jo. Ja, das wäre eine Psycho-Attacke, schön. Haben wir aber leider nicht. Gift-Heap? Ja, moin. Noch Volltreffer, weg ist die Schlange. Mhm.
Toll, jetzt haben wir eine größere Schlange. Ich versuche das Vieh mal zu verwirren. Ich mag aber auch eigentlich das Design von Arbok. Ja super, du bist paralysiert. Und du konntest nicht angreifen. Toll. Gegen Fee brauche ich ja überhaupt nicht einsetzen. Nee. Der kriegt eine Schwäche. Warum ist das Vieh eigentlich schneller als wir? Ja, natürlich, leck mich doch. Was, alle Statusveränderungen wurden aufgehoben? Achso, er gemacht hat so eine Verwirrung wegzukriegen. Boah, hat er dich damit auch geheilt? Nee. Nein. Wäre aber ziemlich cool gewesen, wenn er dich damit auch heilen würde, aus Versehen. Paralyse ist nicht so auch eine Statusveränderung, aber ich glaube, das geht eher so vielleicht. Aber er ist noch verwirrt. Ich glaube, es geht eher so, für, wenn vielleicht die Attacken, also den Angriff gestärkt hast. Ach so. Kann auch sein. Aber eine Statusveränderung ist für mich eigentlich eher sowas wie Paralyse und Verwirrung. Ja, für mich und auch. Das ist zumindest Verwirrung. Aber es war ja gar nicht der Fall. Du hast dich immer noch in die Erde vergraben, du kommst gar nicht mehr raus. Toll. Es fehlt uns halt eine blöde Karte noch. Ich weiß nicht, Reins fehlt noch, wo wir die gefunden haben. Und der Paraheiler geht uns langsam aus. Das war ja schon der letzte. Supertrank auch. Also Paraheiler würde ich ehrlich gesagt nochmal gerne kaufen gehen, weil die Sache ist nämlich die, wenn wir die Arena das machen. Ist hier irgendwo noch nicht gewesen. Na, sehen wir gucken. Hier mal gucken. Also da war ich alles geguckt. Haben wir vielleicht oben was in den oberen Stock was übersehen? Weil hier waren wir überall. Oder haben wir schon gegen den gekämpft? Und wir müssen weiter runter, erstmal. Wir gehen da gekämpft? Ich hab keine Ahnung. Geh doch mal hin. Ja, haben wir schon. Kann jetzt erstmal wieder runter müssen. Dann geh mal runter, da kommst du ja gleich nach. Da könnte was sein, und da ist nur ein Heilungsding. Aber du kommst. Ja, ich muss da. Ja, gut, okay. Sind da ja doch ein paar für den Team organisiert, müssen wir uns echt versuchen, da mal überspringen. Aber können wir ja nicht wissen, ob oben die jetzt die Karte hat oder nicht. Auch ein Golber, das kriegen wir ja schnell weg. Ich finde schön, dass die einen Rock an hat, aber ich nicht. Ich habe nur kurze Hose an. Hallo, Pokémon trainen an Rock geht gar nicht. Hast du hier nichts aus manche Generation gelernt, ja? Hast du hier nicht aus Diamant gelernt gehabt, da darf man auch keinen Rock tragen. Na gut, da hat Luigi auch einen Rock angehabt, aber ich meine. Der hat ein Kleid an. Kleid? Ist das gar auch? Ja, sie hat ein Kleid an. Ja, super. Ach, so, ja, gut. Haben wir auch gewundert gehabt, warum du das machst. Hab vergessen, dass es Flug hatte. Auf wen geht er? Auf Laura. Gut. Gut, Level ab für dich. Und wir entschieden näher zum Voluna bist. Alter, wie viel KP du hast. Ja. Voluna. Volnona. Voluna. Nein, so wieder falsch. Voluna. Nein, Volnona. Volnona. Ja. Finster auch, weil da muss ich jetzt an dein anderes Ich denken, an zur Ruhe. Wo habe ich das jetzt hergefunden? Lag da einfach so rum. Hä, kann ich mein Pokémon... Hallo, hier ist doch eine Heilungsmaschine, oder nicht? Kann ich mein Pokémon hier nicht heilen? Ich dachte gerade, das ist so ein Heilungsapparat. Es gab, glaube ich, irgendwo einen Raum mit Betten oder so, wo du dich heilen konntest. Ich kann mal gucken. Finsteraura. Na, Hauptsache, Laura und ich können es lernen. Ja, ihr habt auch schon sowas Mystisches, Böses an sich. Ich würde es eigentlich gesagt aber gerne reinnehmen. Das ist eine Unlichtattacke. Kann man vielleicht mal gebrauchen, ja, oder? Laura hat ja halt keinen Step drauf, ne? Oder ist uns Konfusstrahl raus? Ja. Ist jetzt nicht unbedingt so die geilste Attacke. 80.
Ja, ich pack Kampfwurst raus. Komm, das brauchen wir doch nicht unbedingt. Möchtest du dein Evoli Charfly auch? Dein Wumpix auch das nehmen? Weiß nicht, ob du vielleicht Kopfnuss raus vielleicht haben willst. Wir haben überhaupt noch eine Malte, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie stark das jetzt überhaupt war. Kopfnuss 70, aber du bist eh eher Spezialangriff. Und findest auch immer 80. Würde ich eigentlich rausmachen, oder? Pausi? Keine Ahnung, ich erkenne am Licht Unterschied zwischen physisch und dem ganzen anderen Scheiß in dem Symbol. Schon. So, Lino und Laura lernen Finsteraura. Ihr habt eine ganz böse Aura um euch rum, ganz negative Schwingungen hier. Deswegen sind wir auch so ein gutes Uno-Team oder ein Smash. Nimm ich mal mit, Beleber. Den kann man mal gebrauchen. Ja, wer weiß, wie lange das Versteck hier noch gilt, ey. Oh Gott, schon wieder so ein Kackrätsel. Sonnebonbon. Da hinten ist auch noch was. Wie komme ich denn da hin? Das soll ich mal kurz machen. Wenn du meinst. Juhu, noch mehr Müll, den keiner braucht. Nee, ich glaube, ich will unten lang gehen. Den will ich ernehmen. Dann kommst du dann ganz runter. Ja, das sieht richtig aus. Ja. Na, also da ist mit euch, da war nichts weiter. Diese Porter-Schreiben, die sind aber auch nur reine Zeitaufschindung. Hm. Ich finde es immer noch schade, dass man, wenn man Doppelkampf nicht hat. Also, wie kann man zwar kämpfen, aber dass das bei den Gegnern nicht gemacht haben, wenn die zwei Pokémon haben. Hm. Ich meine, da hätte man doch ruhig. Boah, haut gut rein, würde ich sagen, oder? Und sieht ja auch echt verdammt cool aus. Ja. Aurora Strahler war, glaube ich, noch nie eine der stärksten Eisattacken. Macht 65 Schaden. Das Eisstrahl viel, viel besser. Oh Gott, bitte nicht schon wieder. Oh, hell no. Aber du musst versuchen, dich mit schnell mit Schaufel irgendwie in Sicherheit zu bringen, dass du wenigstens nicht getroffen wirst. Mhm. Ich kann mir vorstellen. Ah, macht Donnerschock. Aber es fies immer noch schneller als wir. Okay, jetzt sieht man mal kaum was ab. Alter, das Vieh geht mir auf den Nerven. Aber so langsam werden bei unseren beiden Vulpix aber echt gut gehittet. Tschüss, Kollege. Gehen wir einfach runter. Dann ist Mauzi. Übertrank. Ich glaube, gegen den davon müssen wir kämpfen, weil da liegt nämlich ein Pokéball genug vorhin auf dem Tisch. Haben wir noch Medizintasche? Die Treppenhaus muss so laut sein müssen, dass du das bis hierhin hörst, ey. Ja. Schrecklich. Ich habe hier sehr viele Hipster im Haus. So. Das ist generell einfach extrem laute Nachbarn. Ja. Ich bin aber wahrscheinlich auch ziemlich laut mit meinen ganzen Aufnahmen hier und Livestreams. Ach, das war der Raum. Oh, du kannst auch so benutzen, so ein Pech, aber auch. Tut mir leid, aber ich auf Schubstuhl habe ich. Ja. Schön, dass du den Aufzugsschlüssel hast. Den nehmen wir uns mal eben. Hat der denn nur einen Pokémon? Was will der denn? Na toll. Auch noch ein nerviges.
Ich weiß noch, in den anderen Spielen haben die mit Slime immer diese scheiß Taktik gemacht gehabt, immer mit Komprimator und ja. Härtner. Das Vieh war so nervig zu killen. Tja. Der Gift, Bohnen war ja gegen effektiv. Ja, hab ich aber auch nicht mehr viel AP. Na, Hauptsache du hast noch was. Gut, dass du gleich gerade versteckt hast. Mhm. Ja, ist klar! Du Arsch! Mit so einem Film mit 1 oder 2 KP überlebt die Sau noch, ey. Aber ey, er kann seine Semi-Eisstrahls eine höhere Genauigkeit hat. Gefühlt vorher Eisstrahl manchmal nicht so oft getroffen, war das irgendeine andere Attacke. Ich glaube, das hat jetzt 100. Ach, mein schöner Ausdruckschild, ich darf ihn nicht verlieren. Na, denkst du, hast gewonnen? Falsch gedacht, jetzt kommt mein Plan B. Das Item nehmen und wegrennen? Wow. Ich nenne es mit Plan Vollspacko. Nein, das Item da oben raufschmeißen. Toll. Und ich schließe, komm bis zum Zimmer des Bosses. Hol ihn dir doch, wenn du kannst. Ja, wir kommen da oben jetzt hoch. Irgendwas anquatschen. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht der Schacht gewesen ist. Suche die Umgebung ab. Ja, vielleicht irgendwo etwas, das du auch steigen kannst. Das finde ich jetzt aber mal sehr innovativ gemacht. Ja, mach alles kaputt, Line. Klar. Agent Line, machst du unterwegs. Er gatte mir für dein Paar eine Schüssel, den die Rupe weggeworfen hat. Da bist du auch so kurz Evoli steuern. Das war nicht cool. Wir brauchen so eine richtig geile Agentenmusik für dich. Ja, mach alles kaputt. Ja, das ist ganz mal cool, einen Pokémon zu steuern. Mein Name ist Bond. Naja, nicht Bond. Evoli. Line, Evoli. Komm ich da nicht rüber? Sag mal, hast du das eben auch gehört? Ja, da war ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich hier jemand eingeschlichen? Hey, nö. Selber ein Knurr, du kannst reden, du dumme Sau. Und Mauzi, wirklich selber ein Knurrkatzen, der dachte, die machen irgendwie anders ein Geräusch. Knurren denke ich an Hunde. Uff, falscher Alarm, das war wohl doch nur Mauzis Magen. Nee, unser Kater hat auch schon mal angeknurrt. Jag uns nie wieder so ein Schrecken ein. Wahrscheinlich jetzt hier auf den Kopf gesprungen, alles wie gut. Ja, easy. Kopf, beste Landematte. Der Kopf ist halt schon weich. Ja, merke ich auch. Da ist auch nichts drin. Na gut, Freunde, wir beenden den Part. Ich hoffe, euch gefallen und wir werden uns nächstes Mal beim Aufzug wiedersehen. Also wir ersparen euch mal den Rückweg. Ne? Also, ich hoffe, euch hat's gefallen und nächstes Mal ist Boss-Time. Bis dann, ciao.